schon der Stern, zu der wie Brot, du warst mein Brie, Bra, Brie, schon, als Stinke Backer, mein Brot aus Lacker, du warst mein Brie, Bra, Brie, schon, verbrachen passt kein Brot mehr in Dorf, in Kischer Schaf und Heudel dreh, verbrachen passt kein Brot mehr in Dorf, kein Zösch mit Tüsi Feuer,
1941 ist nämlich gerade auf diesem Oktoberdach unter dem nationalsozialistischen Gauleiter Gustav Simon die sogenannten Personenbestandsaufnahme durchgeführt gehen. Für die Nazien waren wir Lützebäuer bis zu dem Zeitpunkt von der Volksgemeinschaft entfremdete Deutsche, wie das geheißt wird. An der Nazi-Ideologie haben aber nicht alle Bewohner von Lützeburg zu der deutschen Rasse gehört. Ausgeschlossen waren zum Beispiel alle die mit italienischen, französischen oder belgischen Vierfahren. Für dann aber nur herauszufinden, wen nur der Nazi-Ideologie, die richtig deutsch waren, kauft den 10. Oktober 1944 die Volkszählung, die sogenannten bestimmten Personenbestandsaufnahme durchgeführt. Nazien wollten also mit dieser Aufstimmung ein Referendum über die Unabhängigkeit von Lützeburg machen. Dabei hatten sie aber die Rechnung ohne die couragierten Lützeburger gemacht. Die Lützeburgische Resistenz hat dann eben einen couragierten Akt mit Fluchblättern dazu abgerufen, ob die drei Fragen von Staatsangehörigkeit, Mammenspruch und Volkszugehörigkeit mit dreimal Lützeburg zu antworten. Zölle sind zwar wohl nicht präzise bekannt, mit Schätzungen zufolge sind 93-97% von den Bewohnern der Aufforderung nachgekommen, sodass der Gauleiter die Volkszählung frühzeitig aufbrechen musste. Das war ein von den ersten Akten von einem Volk, was nicht einfach hinhören von einer feindlichen Macht, besagt und indoktriniert zu gehen. Wenn wir uns heute auf diesem Tag versammeln und die Gerb näher lehnen, ist das ein Akt von Gedenken. Wir wollen uns bewusst machen am Fungo und uns gegen alle Art von Terror ausschwätzen und vor allem auch das zurücktränken, was Nazi-Deutschland im Territorium von Lützburg veranstaltet hat, worunter die Tausende von Leuten gelitten haben, darunter Widerstandskämpfer, die jüdische Bevölkerung, die jungen Männer und Frauen mit ihren Familien, die an dem Dienst von dem NS-Regime Gestalt kaufen. Und ja, auch an die vielen Toten und die Narben, die das an der Geschichte hinterlassen. Die Damen und die Herren, die Journée de Commémoration Nationale ist und bleibt also ein wichtiger Gedenktag, den vergessen. Denken, machen wir heute auch ein paar andere Schlüsselmomente, die das Land und die Geschichte markiert haben.
Das Jahr sind leider auch 81 Jahre hier, wo die Gauleiter Gustav Simon mit seiner Proklamation vom 13. August 1942 den Dienst an der Wehrmacht für die Lützebäuer Jungen obligatorisch gemacht hat. Die Majorität von der Lützebäuer Bevölkerung, Mammen, Pappen und Großeltern, haben sich zwar geweigert, hier Kanner und Kanneskanner für Deutschland sterben zu lassen, und trotzdem hat weder diese Weigerung noch der Generalstreik, den sich von Wolserfort über das ganze Land erstreckt hat, etwas daran geändert. Mit aller Härte haben die Deutschen 125 Streiken vom Generalstreik festgeholt und 21 von ihnen sogar hingerichtet. 260 Schülerinnen und Schüler sind in Deutschland zur Umerziehung geschickt worden. Insgesamt waren mehr als 10.000 zwangsrekrutiert junge Männer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren gezwungen, die deutsche Uniform anzuziehen. 2.800 von ihnen sind gestorben oder gelten bis heute als verschollen. Viele sind in der Woche im Krieg tief traumatisiert zurück auf Lützebüsch gekommen und ja, konnten das Erlebte nicht richtig verschaffen. Vergessen will ich auch auf dieser Platz nicht die 3614 jungen Frauen, die an den Reichsarbeitsdienst sowie an den Kriegshilfsdienst gezwungen wurden. Wir wollen uns auch an ihre Familien erinnern und daran für ihre Währung schwierige Schwer sie alle guten ob jung oder alt stungen. Erinnern will ich heute auch und die Wannsee-Konferenz von 1942, eine Konferenz, wo die Nazien den systematischen Genozid und die Juden beschlossen haben, als auch die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem besetzten Grand Duchy. Im Ganzen verlosen 7 Deportationskonvois in Lützebüsch während dem Zweiten Weltkrieg in Richtung Ghettos und Vernichtungslager. Heute auf diesem Tag denken wir dafür bewusst und all die, die unter dem Terror von Nazi-Deutschland im Territorium vom Lützebüer Land gelitten haben. Es sind wichtige Momente in der Geschichte gewesen, an denen wir uns immer sollen erinnern und wo doch meiner Meinung nach an unserer Verantwortung alle Gute Leute für die Message weiterzugehen und das gerade auch in die nächsten Generationen und so viel zu sorgen, dass so gruselig ist, sich nicht denken, wiederhält. Und das ist eine verdammte Pflicht, als all das für eine Welt ohne Hass, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus anzusetzen. Schöne guten Mitten alle Guten, ich gesehen, ihr seid gut installiert. Schön an Fred, ihr seid am Namen vom Chefrot, haut ihr mein Gehalt können, ob unser traditioneller Hirsch Martinet willkommen zu heißen. Haut ja, bei einem wirklich exzellentem Hirsch wieder. Mengen besser können am Hirsch nicht sehen, wie bei uns mit Tränen und am Essen. Aber umso mehr froh sind ihr, aber alle Guten gut gelaunt, Remenker rum zu sehen. Gesichter, die in all Jahren immer Remenker hier gesagt, die zusammenkommen, für flotte Momente mit ihnen zu verbringen. An sich auszutauschen. Für uns, nebenbei ist natürlich auch immer flott, für ein bisschen den Bolz zu füllen, die eine oder die andere Reklamation, Urregung, Idee mit auf den Weg zu holen, die zu notieren und dann hoffentlich auch daran zu denken, sich dann auch darum zu kümmern. Das ist immer die größte Herausforderung, weil es viele Kleinigkeiten sind
Und an der ganzen Helle Wuhl heißt du immer, nicht immer einfach ist, für direkt eine Lösung zu finden. Wie gesagt, wir sind noch als Gemeinde stetig engagiert, für zu gucken, so Momente zu kreieren, wo Leute sich können austauschen, wie eben hier punktuell mit der Hirsch Martini, mehr aber auch bei Projekten, dass du da mitkriegst. Wir haben letztes schon davon geschwärzt, der habe ich die gut führen. Jetzt geht von den Umbauerbischen an der aller Schulheit zu Stengefahrt an der Lützebäuer Straße. Auch da rechnen wir damit, dass wir spätestens Ugangs 24 können Tieren abmachen und dann auch Stengefahrt ein bisschen Haus hört, ein Haus, wo jung und alt kann da hingehen, ein paar trinken und flotte Aktivitäten kann teilholen und einen flotten Moment für uns allem können wir dann hin zu verbringen. Ein wichtiges Projekt eigentlich auch für jeden. Weil jung und alt kann auch eins mal das Gefühl haben, dass sie vielleicht allein daheim sitzen und dann sind sie sich über Gesellschaft gefreien. Und dafür ist das ein Herzensprojekt mehr für uns allem auch vom Marian an von Guy am Chefrot. Mal von mir dann noch ein guten Mittag. Ich fasse mich ganz, ganz kurz. Ich sage auch merci, dass ihr gekommen seid. Aber noch ein zweites Merci, die geht die Menge verantwortlich, dass sie uns immer noch die Gelegenheit geben, die heute ein kleines Martini zu organisieren. Merci auch an alle guten Leute, die darüber beteiligt waren für die Organisation. Das heißt, dass das Service PR von der Gemeindearbeiter, die hier abgerichtet haben, und auch die Leute von der Kommission, die hier geholfen haben, dekorieren und ihr Kadoen abpacken. Dürfen auch laufen und nicht direkt fort von der Pferdeschgieß heute, am Schluss von der kleinen Feier, überricht Gemeinde oder Leute von der Gemeinde überrichten ihre kleine Kado, eben für ihre Schmerzen zu tun, dass die Dirschgötter da kommen sind. Wie gesagt, kommt drin, macht noch ein bisschen Klammern drin für Dateien und noch für die anderen Sachen, die man noch organisieren für euch. Ich gebe aber ganz gerne eine Klammer lassen, nämlich wir haben, ich sehe mein Datum drin, zusammen mit dem Spital haben wir einen Männerabend, Männergesundheitsabend gemacht. Das ist das wäre wirklich wichtig, wenn da gibt gucken kommen. Das ist ein ganz interessanter Abend mit einer Table rund, mit Spezialisten, wo es spezifisch um die Probleme geht, die als Herren belangen. Wo wir als Damen ja noch damit geplant sind. Ne? Kommt, bringt ihr Männer mit, kommt, lauscht ihr, was Doktor sagen, was Prävention ist, was ich kann machen, für sich selber zu schützen. Weil Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, dass sie nicht mehr gut beruhigen, wenn sie etwas für sich selber möchte, in dem Fall. Merci, dass ihr kommt, sie den schönen Mittag und noch einen guten Appetit, alles, die ich auch den Patschen gut schmecken. Ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr.